In Hamburg-Wilhelmsburg haben einige AnwohnerInnen in Sachen Energienutzung ihren MitbürgerInnen etwas voraus. Denn mehr als 1500 Haushalte im Reiherstiegviertel und im Weltquartier beziehen ihren Strom und ihre Wärme aus dem Energiebunker. Etwas mehr als 60% der erzeugten Energie wird aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Ähnlich wie auch der Bunker an der Feldstraße, ein prägendes Bauwerk hier für den gesamten Stadtteil Wilhelmsburg, aufgebaut im Zweiten Weltkrieg. Innerhalb von 2 Jahren, von 1943 bis 1945, stand er ja sehr, sehr lange hier ungenutzt. Und letztendlich war es so, dass in einer Umfrage die umliegende Bevölkerung sich für den Erhalt ausgesprochen hat und für die Transformation in dieses regenerative Kraftwerk. Nach der Sprengung durch die britischen Truppen wurde der Bunker jahrzehntelang sich selbst überlassen. Anders als sein Pendant an der Feldstraße wurde er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht zivilgesellschaftlich genutzt. Wo sich an der Südseite zuvor noch Vegetation breit gemacht hat, steht heute jedoch eine riesige PV-Anlage. Also die Umnutzung von bisher bestehenden Gebäuden und Flächen ist erstmal begrüßenswert. Und es ist wichtig, sämtliche Gebäude und Flächen darauf zu überprüfen, wo ein Standort für erneuerbare Energien aufgebaut werden kann. Das finden wir erstmal sehr gut. Strom wird im Energiebunker auf 3 Arten erzeugt. Zum einen wandelt die PV-Anlage Sonnenenergie in Strom um. Zum anderen gibt es im Inneren 2 Blockheizkraftwerke auf Biomethan- und Erdgasbasis, die zunächst der Eigenversorgung dienen und Überschüsse in das Stromnetz einspeisen. Diese sind auch für die Wärmeerzeugung relevant. Im Energiebunker haben wir verschiedene Erzeuger, die Wärme bereitstellen. Einerseits die regenerativen Erzeuger, die Solarthermieanlage auf dem Dach, das Biomethan-Blockheizkraftwerk, wie auch das Erdgas-Blockheizkraftwerk und industrielle Abwärme, die aus der Nähe von den sogenannten nordischen Ölwerken zugeliefert wird. Die wiederum werden in den Speicher eingespeichert. Damit können wir dann über den Speicher Lastschwankungen über den Tag ausgleichen. Das Herzstück des Energiebunkers ist ein Großpufferspeicher mit einem Fassvermögen von 2 Millionen Litern. Bei Bedarf wird das Warmwasser an der oberen Spitze entnommen, wo es in der Regel mehrere Grad wärmer ist als am unteren Ende. Insbesondere die Nutzung von Produktionsabwärme der umliegenden Industrie hat einen positiven Einfluss auf die CO2-Bilanz der Energieversorgung. Wärme, die in Industrieprozessen ausgeschieden wird und nicht genutzt wird, sollte unbedingt nach Möglichkeit verwendet werden für weitere Prozesse wie im Energiebunker. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist ein konsequentes Setzen auf Solar und tatsächlich nachhaltige Energiequellen. Weniger auf Holzverbrennung oder Biogas, denn das stößt immer noch CO2 aus. Die Spuren des alten Bunkers und die mit ihm verbundenen Schrecken seiner Zeit sind noch immer an vielen Stellen ersichtlich. Doch wo es damals zum Entgiftungsraum ging, finden BesucherInnen heutzutage den Weg zur Terrasse und zum Café. Die Energiewende in Deutschland steht noch vor einem langen und schwierigen Weg. Doch der Energiebunker in Wilhelmsburg zeigt beispielhaft, wie die Umstellung zu einer klimapositiven Gesellschaft mittelfristig gelingen könnte.